und somit können wir die Anlage mit integrierten Blitzüberspannungsableiter, Kombiableiter Typ 1 wieder in Betrieb nehmen. Also ich schalte hier die Hauptsicherungsautomaten wieder ein, messe zur Sicherheit mit dem Spannungsprüfer die Spannung am Gemstein als auch am neu installierten Ableiter. Alles in Ordnung. Zur Anverdrahtung sei noch kurz erwähnt, der Ableiter sitzt hier sehr nahe, und das ist sehr wichtig, an den Einspeiseklemmen, damit hier eine kurze Anverdrahtung möglich ist. Der Ableiter selbst ist eine kompakte Bauform. Nach vorne sehen Sie die Sichtfenster. Solange die Sichtfenster in grüner Farbe dort sichtbar sind, ist der Ableiter in Ordnung und voll funktionsfähig. Würde eines der Sichtfenster auf Rot wechseln, wäre ein Defekt des Ableiters vorhanden und der Ableiter müsste getauscht werden. Hierzu sei aber erwähnt, dass der Ableiter sehr, sehr viele Ableitvorgänge leisten kann. In der Regel ist es so, dass der Ableiter, bevor er getauscht werden muss, sehr, sehr lange in Betrieb ist. Meist sind es viele Jahre. Und dann kann es aber unter Umständen passieren, dass er aus Alterungsgründen sich sicherheitshalber vom Netz trennt. Aus dem Grund ist es wichtig, dass ab und zu eine Sichtprüfung am Ableiter im Zählerverteiler durchgeführt wird. Ansonsten ist der Ableiter jedoch vollkommen wartungsfrei. Das war die komplette Installation eines Kombi-Ableiters Typ 1, den Shield DSH-TT255. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und fürs Zuschauen.